Wir sind wieder mit dem Motorrad unterwegs. Diesmal in Nordengland, auf dem Weg zu den drei schönsten Nationalparks des Landes. Es ist Sommer. Naja, sagen wir mal englischer Sommer. Das heißt, Regen und Sonne wechseln sich rasch ab. Wir fahren mitten durch die rauen Yorkshire Dales. Und bei all der Einsamkeit haben wir manchmal das Gefühl, dass es mehr Schafe als Menschen gibt, die hier in dieser Gegend leben. Und im Northumberland Nationalpark, da besuchen wir die Mauer von Nordengland, den Hadrian's Wall, der sich von Küste zu Küste 400 Kilometer quer durch den Norden zieht. Und unsere Reise führt uns auch zum Lake District, dem Nationalpark, den viele Engländer als den wohl schönsten von ganz England empfinden. Und zum Schluss unserer Reise, da zieht es uns noch in das grüne Herz von Mittelengland, in den Peak District, dem ältesten Nationalpark von England. Guck dir das an! Wahnsinn, ist das klasse! Und wenn ihr Lust habt, die nächste halbe Stunde mit dabei zu sein, dann lasst uns im Hafen von Newcastle starten. Doch zunächst machen wir für eine Motorradreise etwas absolut Untypisches. Wir fahren mitten im Feierabendverkehr nach Newcastle rein und lassen das Bike einfach stehen. Wer mit seinem Bike hier in Newcastle ankommt, der sollte nicht direkt weiterfahren, sondern einfach mal in die Stadt gehen und sich hier umschauen. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Dieses Newcastle upon Tyne. Das ist längst keine reine Hafenstadt mehr. Das war zwar früher mal anders, als hier noch die englische Schwerindustrie zu Hause war, aber heute hat sich Newcastle zu einer Kulturmetropole gewandelt. Und ein Stopp lohnt sich wirklich. In der Nähe der Northumberland Street, da steht das Gray Monument. Und wer sich ein bisschen Zeit nimmt, die Inschrift zu lesen, der lernt, dass Earl Grey nicht nur ein Tee ist, sondern ein Lord, den es wirklich gegeben hat und der Tee einfach nach ihm benannt wurde. Tee hatte dieser Charles Grey dennoch zu tun, denn er war es, der 1833 das Preismonopol der East India Company im Teehandel mit China einfach aufhob. Newcastle bietet aber viel mehr als nur alte Geschichten. Unter anderem gibt es auch eine Millennium Bridge, die sich auch auf geheimnisvolle Weise dreht und öffnet. Wenn man denn dann zur richtigen Uhrzeit da ist, wir haben es leider verpasst. Abends dann, auf dem Weg ins Hotel, da merken wir an dieser Kreuzung, irgendwas stimmt nicht. Wollt's falsch, ne? Ja. Dieser Linksverkehr. Gerade dann, wenn auf der Straße nichts los ist, braucht es die ganze Wachsamkeit. Desmond Dean House. Links. On the right. Ah, hinten ist er. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. So schön der Arra-Helm von Helga auch war, aber er war von Anfang an eine Übergangslösung. Und im Helmparadies von Honda in Newcastle ist sie dann fündig geworden. Helga hat einen neuen Helm. Ja. Einen schwarzen Joey. Den haben wir uns hier besorgt bei dem Honda-Händler in Newcastle, da ist er. Und obendrauf gab es noch eine neue Biker-Com und dann war die Ausrüstung komplett. Du hörst mich jetzt richtig gut, ne? Super gut. Von beiden Seiten. Ah.
Wir fahren auf der A1 knapp 12 Kilometer in Richtung Süden. Unser Ziel ist das alte Zechengelände Lower Tyne. Denn hier steht seit 20 Jahren auf einem Hügel ein rostbrauner Stahlengel. Der Engel des Nordens. Ganze 200 Tonnen wiegt er und unter ihm ist ein 500 Tonnen schweres Fundament. Die Konstruktion erreicht eine Höhe von 20 Metern und genauso tief ist der Engel des Nordens auch in der Erde verankert. Die Flügelspannweite beträgt 54 Meter. Dieses rostbraune Monstrum ist nicht nur eine Erinnerung an die industrielle Vergangenheit dieser Region, wie es in vielen Reiseführern steht. Nein, es ist vielmehr ein Symbol für die Standhaftigkeit und den Durchhaltewillen der Bevölkerung, die hier in den 80er und 90er Jahren unter dem industriellen Umbruch der Thatcher-Regierung gelitten haben. In den Sträuchern und Büschen rund um den Engel haben die Menschen einen Gedenkgarten angelegt. Hier hinterlassen sie ihre Fürbitten und gedenken denen, die sie verloren haben. Andere wiederum stellen sich direkt unter den Engel und bitten um seinen Schutz. Unter den mächtigen rostbraunen Flügeln ist ein spiritueller Ort entstanden. Ja, wir kommen nach Northumberland und der Himmel reißt auf. Das ist doch geil. Ah, oh, ist das cool. Und wir lassen gleichzeitig mit den Sonnenstrahlen das Grau der englischen Industriegeschichte hinter uns. Wir sind auf dem Weg zu einem der berühmtesten Baudenkmäler des römischen Imperiums, zum Hadrian's Wall. Wir haben jetzt uns für die Wanderung fertig gemacht, Tankrucksack gesichert, die Klamotten mit einem Packsafe gesichert. Was haben wir noch? Wanderschuhe an. Unser Ziel ist jedoch nicht nur die beeindruckende Mauer, sondern wir wollen den berühmtesten Baum Nordenglands besuchen. Ich gehe auf den Hadrian's Wall. Nicht unten. Das muss ein Stückchen hinter dem Wäldchen sein. Wir haben es geschafft. Wir sind mitten im Northumberland Nationalpark und hinter mir der wohl berühmteste Baum hier in dieser Gegend. Der hat nämlich eine ganz besondere Rolle gespielt in dem 90er Jahre Robin Hood mit Kevin Costner. Dort sind er und sein Gefährte, der gespielt wurde von Morgan Freeman, auf dieser Mauer hinter mir rumgeturnt. Und viele kennen diese Szene, wo der kleine Junge in den Baum geklettert ist, auf der Flucht vor den Schergen. Und genau dieser Baum, das war er, wo die Szene gedreht worden ist. Interesting place, this England. Es ist schon später Nachmittag, als wir endlich den Lake District erreichen. Fragt man Engländer, was denn das schönste Gebiet ihres Landes sei, antworten viele The Lake. Immerhin, die höchsten englischen Berge liegen hier in diesem Seengebiet im Nordwesten des Landes. Und 2017 hat die UNESCO das Ganze auch zum Weltkulturerbe erklärt. Und in der Tat, als wir da so reinfahren, haben wir das Gefühl, wir schlagen ein Bilderbuch auf. Oh, nee, das da vorne mit den Wolken, das ist einfach klasse. Thank you.
Wenn man nach, wie viel Uhr? 9 Uhr im Hotel ankommt, gibt es Sandwiches. Die haben keinen Geschmack und damit die nach irgendwas schmecken, haben wir jetzt Ketchup drauf gemacht. Lecker. Ganz schön frisch heute Morgen. 15, 16 Grad. Ich bin hier am Lake Ullswater. Der kleine Ort, in dem wir gestern gelandet sind, heißt Glen Riddings. Und hier gibt es The Inn on the Lake, das ist das Hotel hier, wo wir gestern eingecheckt haben. Und direkt in der Nähe des Hotels, da legen die Steamer ab. Die Dampfschiffe, mit denen man den 14 Kilometer langen Ullswater befahren kann. Und wenn man das Ganze noch kombiniert mit einer Wanderung um den See, dann macht man genau das, was die meisten Menschen um diese Jahreszeit im Lake District machen. Hi guys. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir sind jetzt 4 Stunden unterwegs von dem Schiffsanleger zurück zum Hotel. Während Helga im Hotel ein bisschen relaxt, zieht es mich in den Westen des Lake Districts. Ganz alleine hier oben, keiner außer mir. Ein paar Schafe sind auch noch da. Ich bin in der Nähe des Devock Waters auf unbefestigten Wegen in Richtung Hartnord Pass unterwegs. Über karges Hochland und den Rhinos Pass geht es in Richtung Hartnord. Immerhin 30% Steigung. The road is open. Die Höhe des Hartnordpasses mit seinen 393 Metern ist sicherlich nicht der Grund, weswegen so viele Motorradfahrer sich von ihm angezogen fühlen. Nein, es ist die 30%ige Steigung, die unsere ganze Aufmerksamkeit braucht. Streckenplanung am nächsten Morgen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Denn der Lake District ist um diese Jahreszeit mit Wanderern ziemlich gut gefüllt. Daher brauchen wir jetzt auch ein bisschen Platz und machen uns auf den Weg in die dünn besiedelten, immergrünen Täler der Grafschaft Yorkshire. Und auf dem Weg dorthin, am Rande des Lake Districts, da liegt eines der unzähligen Herrenhäuser von Großbritannien. Hooker Hall und Gardens. Sind Sie bereit für eine Landtour, Milady? Und diese jahrhundertealten Gemäuer stecken voll mit Geschichten über Lords und Ladies, über Prunk und auch hauseigenen Skandalen. Und das ist eines der Schlösser der berühmten Cavendish Family. Ey, die sind das. Und die gibt es schon ganz, ganz, ganz super lange. Und dann gibt es einen Film dazu mit der Keira Knightley.
Oh ja, ich erinnere mich. Weil der liebe gute Duke, der ist nämlich der Hallodri gewesen, der hatte seine Geliebte, hat der mit ins Haus genommen. Dann mussten die da zu dritt wohnen. Das und fand die nicht so lustig. Wollte ich gerade fragen, hat die Frau das mitgemacht? Ja, die fand das nicht so lustig. Okay. Ja, die musste das mitmachen. Georgiana, Duchess of Devonshire. Und ob sie ihre Verwandten hier in Hoker Hall besucht hat und durch diese Gärten geschlendert ist, das können wir nur erahnen. Denn sie wohnte 200 Kilometer südlich in Chatsworth, dem Landschloss des Duke of Devonshire. Und dort hat sich auch das Dreiecksverhältnis Ende des 18. Jahrhunderts abgespielt. Aber dazu dann später mehr, denn Chatsworth, das steht noch auf unserer Besucherliste. Jetzt haben wir 2 Uhr und es wird Zeit für den Afternoon Tea. Der ist bestellt und wartet auf uns. Mittlerweile sind wir im Norden der Yorkshire Dales auf dem Weg von Horse nach Buckton. Boah, das ist der Hammer hier. Wahnsinn! Das glaubst du nicht, dass hier, ich glaube ja gar nicht, dass wir irgendwo ankommen hier. Das ist ja wohl der Hammer hier auch, oder? Das ist irgendein Pass, den wir erwischt haben. Stopping Lane. Ja, ich würde das auch sagen. Wir fahren mitten auf dieser Gebirgskette lang. Scheinbar endlos zieht sich die B6160 durch die karge grüne Landschaft. Die Straße taucht immer wieder in Senken ab, um sich kurze Zeit später wieder steil auf die Kuppen hinaufzubahnen. Eintönig, ja, das ist es. Aber wir finden das herrlich. Oh mein Gott. Muss man mit diesen Schafen echt aufpassen hier, ne? Guck mal, da vorne ist wieder eins. So ein bisschen top of the world, ja? Ja, total. Oh. Dann endlich, in einer Senke, liegt ein altes Bruchsteinhaus mit Stallungen. Es ist das White Lion Inn, unser Hotel für die Nacht. Ein altes Viehtreiberhotel, irgendwo im Nirgendwo in den Yorkshire Dales. Jetzt habe ich gerade meine Nase rausgestreckt und ja, das ist jetzt typisch englisches Wetter, was wir hier momentan haben. Ich glaube, das wird ein Tag heute für die Regenklamotten. Hosentest. Gut. Wenn wir jetzt nach Isgard fahren, das ist ja da unten. Isgard. Erstmal nach Isgard. Escrig, Horse, Buttertubs. Und dann Buttertubs. Das ist jetzt wirklich Binnfadenwetter hier. Mein Gott. Hm? Bye bye! Bye! Das ist die Oma? Ja, das ist die Oma. Hier in den Yorkshire Dales sind wir eigentlich in dem Land von James Herriot unterwegs. Er war in den 1930er Jahren in dieser Gegend Tierarzt. Mit einem alten Austin und 7 PS rumpelte der junge Veterinär die steilen Steigungen hier in den Dales hinauf und besuchte kauzige Typen mit ihren Viechern auf ihren Höfen. Klar, gemeint ist die BBC-Serie Der Doktor und das liebe Vieh, die hier in den 1970er Jahren von der BBC produziert wurde. Das Erstaunliche an dieser Serie war, sie kam ohne Gewalt aus. Höchstens verschwand mal ein Thermometer im After einer Kuh. Aber auch viele Hollywood-Produktionen wurden hier in den Yorkshire Dales gedreht. Und so zog damals auch die gesamte Filmcrew des 90er-Jahre Robin Hoods mitsamt ihren Hauptdarstellern zu den torfbraunen Wassern des Isgard Waterfalls. Und
hier ungefähr ist die Stelle gewesen, wo der gute Robin mit dem Little John dann seinen Fight gehabt hat. Da hinten sind sie runtergefallen und haben da unten dann weitergefightet. Mit Stöcken und mit dem, was dazugehört hat. Und da haben die Gefährten gestanden und haben die ganze Zeit, ja, wem die Daumen gedrückt? Der Kleine, dem Robin und die anderen ihrem Bären. Die Buttertubs-Passstraße. Sie steigt kurvenreich bis auf eine Höhe von insgesamt 526 Meter an. Aber mal so unter uns. Was hier als hoch gilt, ist im alpinen Maßstab gemessen Flachland. Und die Engländer würden an dieser Stelle zu Recht sagen, vergleicht bitte keine Äpfel mit Birnen. Denn ein spektakulärer Pass, der braucht keine vierstelligen Höhenmeter. Und ich finde, der beste Beweis dafür ist die Tour de France 2014. Denn der Buttertubs, der war Teil dieses berühmten Straßenrennens. Da kann man links auch stehen, schaut. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit davon geträumt, hier in England irgendwo zu sitzen und Teezeit zu machen. Noch dazu selbst gemacht. Und dafür haben wir eine Wasserkanne, einen Gaskocher und extra einen Wasserkanister mitgeschleppt. Für diesen Moment. Und die Sonne kommt auch noch raus. Die Sonne ist auch noch da und den wir den ganzen Vormittag im Regen gefahren sind, werden wir jetzt gerade wirklich ziemlich verwöhnt von der Sonne. Und im Tea Room habe ich heute Morgen noch einen Keks abgestaubt. Besser geht's nicht. Besser geht's gar nicht. Den habe ich jetzt alleine gegessen. Ist okay. Ich gönne ihn dir. Okay. Bleibt noch zu klären, woher dieser 9 Kilometer lange Pass seinen Namen her hat. Die Bauern aus der Umgebung waren einfach nur pragmatisch. Sie lagerten auf ihrem Rückweg vom Markt ihre unverkaufte Butter in den Kluften der Hänge, um sie nicht den steilen Weg hinunter und beim nächsten Markttag wieder hochschleppen zu müssen. Und dann das Ribblehead-Viadukt. Als Teil der 117 Kilometer langen Eisenbahnlinie von Seattle nach Carlisle. Es katapultiert uns wieder in die Industriegeschichte Nordenglands zurück. Auf dem Gelände einer alten Textilfabrik in Bradford befinden sich die metallischen Zeugnisse der Industrialisierung seit Ende des 19. Jahrhunderts. Die ursprüngliche Mühle wurde 1875 als Kammgarnspinnerei gebaut und bis in die 60er Jahre wurde hier produziert. Und wir bekommen Einblick in die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterfamilien von der Jahrhundertwende bis in die späten 1960er Jahre hinein. Wollen wir mal einen Blick riskieren in eine Arbeiterwohnung, wie die hier so in England aussahen? Oh yeah, man achte auf diesen tollen Fernseher. Das kommt meiner Generation noch so bekannt vor, oder? Und in einer der nächsten Hallen, da sind Teile des nordenglischen Transportsektors konserviert. Die restaurierten Jovets aus Bradford stehen hier neben den Panther-Motorrädern aus Braunschweig und strahlen den restaurierten Charme längst vergangener Zeiten aus. Und selbst der jahrhundertealte Industriehallenmief, der vermischt sich hier mit dem Geruch nach altem Motorenöl und nach verrostetem Eisen. Am Ende einer Backsteinhalle betreten wir eine intakte Schmiede. Hinter Hammer und Amboss steht mit nacktem Oberkörper und kräftiger Statur Steve und schmiedet jedem, der vorbeikommt, einen großen Nagel, wie er früher bei Eisenbahnschwellen verwendet wurde. Einen kurzen Moment später haben wir unser Souvenir mit unseren Initialen in der Hand. Und was ihr wahrscheinlich noch nicht gewusst habt, wenn man diesen Nagel unter die Sitzbank legt, und zwar hierhin, dann ist das der absolute Glücksbringer. Ihr werdet nie wieder irgendeinen Nagel in eurem Reifen haben. Weil den Nagel, den habt ihr ja schon unter der Sitzbank.
Wir sind jetzt hier in Skipton, das ist in den südlichen Yorkshire Dales, und haben gestern dieses Hotel hinter uns bezogen. Das Ganze nennt sich Hotel Rendezvous. Nach vorne hin wirklich nicht einladen. Nach hinten wird es dann aber richtig schön, weil es liegt ja in diesem kleinen Kanal. Unser Zimmer ist aber etwas anders. Es hat auf jeden Fall die Seite zum Kanal. Was aber dann nicht stand, ist, dass wir ein Zimmer haben mit Blick auf die Mauer. Ja, gut. Dieses Zimmer hat aber einen anderen Vorteil. Man kann nämlich mit dem Motorrad bis vor die Tür fahren. Das heißt also, man liegt im Bett und man schaut auf sein Motorrad. Na, besser geht's doch gar nicht, oder? Wir sind am Leeds-Liverpool-Kanal angekommen, der die beiden Industriemetropolen auf 209 Kilometer miteinander verbindet. Dazwischen, da liegt das Mittelgebirge Nordenglands, die Pennines. Und es werden insgesamt 91 Schleusen gebraucht, um diesen Höhenunterschied bis zum Meer hin auszugleichen. So, jetzt sind wir langsam startklar. Jetzt haben wir auch noch an so einem Boot gesehen. Wir kriegen alles mit hier. Im Dreieck der industriellen Ballungsräume Manchester, Stoke-on-Trent und Sheffield, da liegt der Peak District. Und kaum vorstellbar, dass die Bevölkerung der Industrieballungsräume den Peak District bis in die 1930er Jahre nicht betreten durfte. Der Zorn in der Bevölkerung wuchs und der Peak wurde von den Arbeitern gestürmt. Und ein paar Jahre später entstand der erste Nationalpark Englands. Ui! Das grüne Herz von Mittelengland. Wir fahren durch die üppig grünen Weidelandschaften, die sich mit sanft gewellten Hochmooren abwechseln. Und dann auf der Holmfirth Road Heide und Torf bis zum Horizont. Hier im Norden vom Peak District, genau zwischen Manchester und Sheffield. Und auf einem Parkplatz hier mitten im Hochmoor, da treffen wir Scott und seine Matchless. 60 Jahre hat er sie, erzählt er uns, und er fährt sie bei jedem Wind und Wetter. Und als er sie gekauft hat, da war er 20. Ach ja, schiebt er hinterher. Ich fahre sie so lange, bis es nicht mehr geht. Das Chatsworth House. Selbst diejenigen, die sich nicht von der aristokratischen Geschichte Englands angezogen fühlen, kommen nicht an diesem stolzen, sandfarbenen Herrenschloss aus dem 15. Jahrhundert vorbei. Es liegt mitten in einem 105 Hektar großem Parkgrundstück. Und es ist ein stolzes Anwesen mit insgesamt 297 Zimmern. Wer jedoch glaubt, hier auf ein langweilig angestaubtes Museum zu treffen, in dem ein lebloser Kulturschatz verwaltet wird, der liegt komplett daneben. Von wegen angestaubt. Chatsworth ist ein riesiges Kulturzentrum und es werden das ganze Jahr über Veranstaltungen rund um die Themen Kunst, Kultur und Geschichte angeboten. Und der 9. Duke of Devonshire, der wohnt mit seiner Familie heute noch hier. Wie viele Zimmer von den insgesamt 297 er nun bewohnt, das haben wir leider nicht herausbekommen. Und dann kommt es immer wieder vor, dass große Filmcrews den englischen Rasen von Chatsworth platt trampeln. Denn Chatsworth ist eine beliebte Filmkulisse. Ralph Fiennes und Keira Knightley waren hier zum Beispiel für das Historiendrama The Duchess vor der Kamera. Erinnert ihr euch noch an das Dreiecksverhältnis von dem Duke, seiner Frau und der Freundin, dieser William Cavendish? Der war sehr reich, aber auch sehr langweilig.
Schnell verliert er das Interesse an seiner Frau und wendet sich der Freundin zu. Aber seine Frau, die bleibt auch nicht ganz ohne Affären. Und so gab es auch eine mit dem Charles Gray. Ja genau, der mit dem Tee, den wir in Newcastle getroffen haben. Kurz hinter Edel stoßen wir auf eine wahre Ikone des Peak Districts, den Wienertspass. Eigentlich ist es nur eine Straße mit einer Länge von knapp 6 Meilen, die sich durch eine hochaufragende Kalksteinschlucht windet. Die Hänge sind mit sattem grünem Gras bewachsen und es erinnert irgendwie an ein Amphitheater. Das Publikum sind die Schafe, die an den Hängen grasen oder auf der Straße stehen. Und es geht nur im Schritttempo hoch, bis zum Viehgitter. All das ist kurz und intensiv und einfach nur ein Genuss. Dass wir uns von Filmschauplätzen angezogen fühlen, das ist ja in diesem Film mehr als deutlich geworden. Und genau mitten im Peak, da liegt der Stennett's Edge, eine stolze Felsformation, die mit Maultierpfaden durchzogen ist. Und hier sind wir auf der Suche nach Lisis Felsen. Es ist ein bestimmter Felsvorsprung, denn hier hat der Regisseur Joe White 2005 seine Hauptdarstellerin in dem Film Pride and Prejudice in den Wind gestellt. Und als Helga nach langem Suchen endlich diesen Felsvorsprung erklimmt, da verschwimmen Wirklichkeit und Fiktion für einen kleinen Moment miteinander. Ja, so schnell geht die Zeit rum. Jetzt haben wir 12 Tage Nordengland hinter uns gebracht. Das ist unser letztes Hotel hier, was wir heute verlassen, das Peak Edge Hotel vor den Toren des Peak Districts. Unterm Strich, Fahrt nach Nordengland. Es muss nicht immer Schottland sein. Lake District, Yorkshire Dales und Peak District ist eine wunderschöne Tour. Einfach machen und anschließend berichten, Filme ins Netz stellen. Ja, also traumhafte Tour. Warten auf die Ausfahrt. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, aber jetzt gehen wir nicht mehr. Wir bleiben hier, wir harren hier aus.